Hallo ihr Lieben, hier zu einer neuen Folge von X4. Unsere Station ist fertig geworden. Schaut mal bitte, das hat noch ganz schön lange gedauert. Trotz Sinsa, ich musste auch hier diese tyrannischen Ressourcen einkaufen. Die wurden gar nicht mehr geliefert. Aber ab dann ging es dann voran. Ich finde, die ist cool geworden. Hier unten unser großes Hexadock wieder. Dann hier unser Admin-Modul und Wohnmodul. Wobei bei dem Wohnmodul bin ich mir nicht ganz so sicher, weil wir hatten ja hier unten das auch schon dran gebaut. Und das läuft ja jetzt hier schon ein Weilchen. Ich zeige euch das mal eben. Die hat auch hier zwischendrin Energiezellen gekauft. Beziehungsweise nicht gekauft, sondern verkauft. Und da hatte sie so 50.000 auf ihrem Stationskonto. Das hat recht gut geklappt. Damit hat sie Medikamente eingekauft. Aber hier die terranischen Notrationen nicht, ne? Also da muss ich mal schauen, sonst müssen wir das Modul ändern. Ich habe mir nämlich extra noch Wohnmodule gehackt und zwar, glaube ich, von den Argonen und von den Teladi. Zeige ich euch gleich mal. Und hier Energiezellen, ne? Hier haben wir nur zwei Modulen. Aber wisst ihr, was ihr mir erzählt habt? Dass die Terraner Energiezellen dreimal so wenig produzieren wie die Module von den anderen Fraktionen. Ich habe da mal nachgelesen, die Terraner Module machen so knapp 3000 Energiezellen pro Stunde und die anderen Module von den anderen Fraktionen 10.500. Ja, die werde ich auf jeden Fall austauschen wieder. Für heute lasse ich die mal dran, weil wir wollen ja mal sowieso austesten, wie das hier so läuft. Und ich werde die auf jeden Fall aber austauschen, weil hiervon haben wir 6 Energiezellenmodule. Wenn ich mir dann überlege, dass wir es dreifache hätten haben können, wäre das echt besser, ne? Genau, das werde ich machen. Ich zeige euch das hier mal schnell, Bauplanen. Ich habe mir noch folgende Module gehackt. Und zwar, dieses Biom ist auch ein L-Biom und das Habitat von den Argonen. Das werde ich dann eventuell hier gegen austauschen. Und das wird dann bestimmt besser geliefert als diese tyrannischen Notrationen. Müssen wir mal schauen. Ja, Problem nur, ich habe jetzt zurzeit keine EMP-Bomben mehr für den Raumanzug. Ich kann hier auch keine mehr kaufen, direkt bei den... Na, wo sind sie? Wo haben wir es hier? Hier zum Beispiel bei diesen Freihäfen. Da habe ich ja mittlerweile nur 2 aufgedeckt, aber die haben keine mehr. Ich hatte die letzten da aufgekauft und seitdem haben die keine mehr. Und mir fehlt eigentlich für die Herstellung nur dieser Sicherheitsbehälter. Aber den habe ich auch gar nicht mehr bekommen in den Container. Naja gut, da muss ich mal schauen. So, genau. Hier haben wir mal geschaut. Dann machen wir hier mal mit der Station als erstes loslegen. Wir wollen ja heute ein paar Einstellungen treffen. Und zwar habt ihr mir auch empfohlen, dass ich ein paar Drohnen einkaufe. Ich weiß nur nicht, was hier gut ist mit wegen der Menge, ne? Wir machen das hier einfach mal probieren. Ich dachte immer, das macht der Manager automatisch, weil hier alles auf automatisch steht. Aber das läuft ja hier schon eine Weile und der hat ja nichts gemacht. Gut, der hat jetzt auch noch nicht so viel Geld. Aber ich denke mal, wir müssen hier eine Zielmenge zuweisen. Ich werde mal für die Station hier von jedem 20 Drohnen kaufen lassen. Oder was immer der da auch anstellt. Ja, machen wir 20 Drohnen. Also mit der Menge bin ich mir echt unsicher, ob man am besten die vollen 180 hat. Das könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Oder ob man von der einen Drohnensorte weniger braucht oder von der anderen was mehr. Machen wir es so. Okay, Drohnen, genau. Wartet, dann braucht er Geld. 489.000 mindestens. Na gut, den kriegst du 529.000, bitteschön. Okay. Energiezellen? Gut, die haben wir selber. Metallmikrogitter. Silikonkarbid. Das ist doch schon wieder von den Terranern. Wieso nimmt denn der das jetzt? Wir haben ja von den Terranern eigentlich nur das Wohnmodul und die Energiezellen, ne? Aber wieso nimmt denn der jetzt bitte dafür auch noch die Ressourcen? Gehört sowas nicht eher zum Admin-Modul? Und das haben wir von den Teladi. Och nee. Nimmt der jetzt immer alles von den Terranern? Kann man das irgendwie umstellen, dass der hier... Oh, das ist ja doof. Das wird doch nie im Leben geliefert. Was steht da? Stationseinstellung verwenden, Handelsregel, keine Beschränkung. Handelsregel für Versorgung. Globale Einstellung nutzen, keine Beschränkung. Erstelle oder bearbeite Regeln im Menü. Ach so, das ist hier sowas mit diesem Angriff.
Och, Menno, das ist ja doof. Globale Standardantwort bei Sicherheitscontainern? Nee, das ist doch eher für Schiffe, oder? Bevorzugte Standardbaumethode, Terraner. Universell. Universell? Sind das die anderen Fraktionen? Ich stelle das da mal ein. Bringt das was? Ja, ich glaub's ja nicht. Smart Chips und Drohnenbauteile. Wie cool ist das denn? So, reicht denn Geld jetzt noch? Ey, schaut mal, jetzt braucht er nur noch 158.000. Das ist ja alles extrem teuer von den Terranern, ne? Wenn man sich damit denn so riesen Fabriken baut und man lässt sich immer die Teile liefern oder so. Hier bezahle ich ja jetzt fast knapp 400.000 weniger für die Drohnen. Oder sind die jetzt raus? Nee, die sind nur eingestellt. Okay. Ey, cool zu wissen. Richtig gut. Gut, bei der Station lassen wir es erstmal so, weil hier machen wir ja erstmal nicht allzu viel, außer diese paar Energiezellen. Aber hier werde ich die auch austauschen, die zwei Module, ne? Weil das ist mir dann doch zu wenig, wenn wir von den anderen das Dreifache haben können. Okay, passt auf. Ganz wichtig ist jetzt hier die Station. Ich habe hier schon einen Manager zugewiesen und zwar von unserem Hauptquartier. Hier war nämlich ein Level 3 Manager und den habe ich hier reingepackt, ne? Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht was besser. Ja, so. Und jetzt müssen wir mal hier schauen. Und ich war auch fleißig während des Vorspulens. Ich habe ein paar Schiffe gekauft. Wir brauchen nämlich Ressourcen, unter anderem Erz und Silizium. Und schaut mal, ich habe hier viermal einen Schürfer geholt. Und zwar den Drill. Kam mir so 1,5 Millionen knapp. Alle vier? Nee, nicht alle vier, je Stück, ne? Und die habe ich gleich auch so benannt. Station Nupileus Glück abgekürzt und Schürfer 1. 2, 3, 4, da weiß ich immer direkt, die sind hier für meine Station. Und ich wollte mal unbedingt ausprobieren. Ich habe hier die Boa dreimal von den Split als Handelsschiff genommen. Ich weiß, die hat weniger Containerlager, aber ich wollte ja auch mal andere Schiffe ausprobieren, ne? Dafür ist sie richtig schnell und ich will mal schauen, ob das einen Vorteil hat. Und die habe ich auch dementsprechend benannt. Die brauchen wir auf alle Fälle gleich. Wie gesagt, und der Manager hier, der ist auch recht gut. Die Jennifer Martin. Schaut, 3 Sterne hat sie hier im Management schon. Okay, dann schauen wir mal hier rein. Oh, ich bin gespannt. Ja, schaut mal. Oh, in das muss ich mich alles echt reinfinden. Ne? Ich habe wirklich, wie gesagt, bis jetzt her nur die Energiezellen gemacht in der vorigen Staffel. Weiter habe ich gar nicht gemacht. Und jetzt ist das schon was größer hier. Wieso brauchst du denn 6,7 Millionen Mäuse? Oh, nee, oder? Guck mal, hier passen auf jeden Fall mehr Drohnen schon mal rein. Drüben waren es 180. Machen wir erstmal hier. Frachtdrohnen. Ja, ich weiß nicht. Ich mache erstmal 50. Ihr müsst mir das unbedingt sagen, ob das ruhig voll gemacht werden kann hier. So, Verteidigungsdrohnen mache ich hier mal 100. So. Und Reparaturdrohnen würde ich auch gerne 100 haben. So, okay. Energiezellen, Drohnenbauteile und Smart Chips. Ja, das passt. Sehr schön. Und schaut mal, der hat hier auch schon Energiezellen produziert, aber wir hätten jetzt schon die dreifache Menge gehabt. Echt ärgerlich. Jetzt brauchst du 7 Millionen, kann ich mir echt nicht vorstellen. Dann bin ich ja schon wieder pleite. Ach ja je. Genau, wir brauchen ja Erz. Das will ich ja mit unseren Schürfern ranholen. Und Silizium. So, pass mal auf. Wieso kaufst du das denn ein? Kaufangebot. Automatische Kaufmenge. Sie soll das eigentlich nicht einkaufen. Ich will das selber schürfen. Oh, kann ich das gar nicht rauslöschen? Stationseinstellung verwenden. Nee, hier komme ich in das gleiche Menü rein wie eben, ne? Kann ich die Kaufangebote nicht rauslöschen? Das ist ja doof. Automatische Preisfindung. Sie soll es ja nicht einkaufen. Wir wollen es ja sozusagen kostenlos uns abschürfen. Wartet mal, 58. Kann ich das auf 0 stellen? Nee, geht auch nicht. 43. Oh, das ist ja doof. Aber vielleicht
verkauft das keiner für 43. Dann kann sie es auch nicht einkaufen. Schaut mal, hier geht der Preis runter. Sprich, der Manager hat das jetzt schon berechnet, kann das sein? Der hat jetzt schon gesagt, ich brauche 54.000 Erz. Och nee, oder? Nee, also rauslöschen kann ich es nicht. Ich kann hier aber ein Verkaufsangebot erstellen. Wartet mal, ist das bei Silizium auch so? Automatische Zuweisung. 54. Nee, 45. Wieso steht da jetzt 0? Ah, komm, ich mach lieber da wieder automatisch rein. Der wird schon wissen, was er macht. Ja, genau, hier will sie es auch einkaufen, ne? Ich mach das jetzt hier auch ganz runter. Vielleicht verkauft es dann keiner an uns. Ja, oder wir haben Schnäppchen gemacht. Dann dürften wir eigentlich keine Miese machen. Okay, ich mach's so. Vielleicht hilft das ja. Ihr könnt mir mal schreiben, ob man das hier rauslöschen kann. Das Kaufangebot ist ein bisschen komisch, weil wir es ja selbst dran holen könnten. So, Energiezellen haben wir ein paar. Und jetzt müssen wir eigentlich nur unsere Schiffe losschicken, ne? Oh, ich bin so gespannt. Passt auf, das machen wir jetzt mal. Aber trotzdem hier 6 Millionen. Ist natürlich doof, wenn sie das jetzt immer mitberechnet. Obwohl ich das ja sozusagen nicht kaufen möchte. Ich gebe ihr mal 1 Million. Dass sie schon mal was mit anfangen kann. Ich hoffe nur, dass sie jetzt hier nicht unsere Erze einkauft. Oder Silizium. Schaut mal, das müsste sie einkaufen, das müsste sie einkaufen. Das ist ja logisch, das ist ja für die Drohnen. Medikamente und hier haben wir auch wieder diese tyrannische Notration. Da müssen wir jetzt schauen, ne? Erwartete Wahrscheinlichkeit. Ja, ihr habt mir gesagt, dass man nicht unbedingt Wohnmodule braucht, aber ich würde es schon ganz gerne erstmal ausprobieren, ne? Und sonst können wir die auch notfalls abbauen. So, passt auf. Meine Schiffe fangen wir mal hier mit dem Schürfer an. Und zwar mache ich jetzt für Kommandanten Schürfen in Alpha. So, perfekt. Oh, schaut mal, der kann 3 Sprünge machen. Klasse. Dann machen wir das mit dem Schiff hier auch. So, auch in Alpha. Und mit dem. Und mit dem. Oh, ich bin so gespannt, ob das funktioniert oder ob ich noch mehr brauche. Ich habe erstmal 4 eingekauft. Und hier hinten habe ich noch mein Dividium-Schiff. Genau hier. Bist du schon wieder voll? Fast voll. Und zwar hatte ich ja erst gesagt, ich möchte ganz viel Dividium sammeln und das auch bei mir für teurer verkaufen. Aber ich habe mir da mal so überlegt, brauchen andere Fraktionen überhaupt das Dividium, dass sich das lohnen wird, ne? Ich glaube, ich verkaufe es dann weiterhin mit meinem Bergbauschiff. Das kostet ja dann auch jedes Mal 500.000. Den anderen Handelsdingern hier, was ich dann bekomme. Also richtig gut. Ihr wisst, was ich meine, oder? Wenn ich das händisch verkaufe, bekomme ich auch jedes Mal 500.000. So meine ich das gerade. So, hier habe ich schon wieder Blödsinn gemacht. Okay, so, gut. Dann machen wir noch die Handelsschiffe zuweisen. Und zwar für Kommandanten handeln in Beta. Oh, das ist so cool, wenn die alle rumwuseln. Ich bin so gespannt. So. Ja, also wie gesagt, ich werde hier das Nividium jetzt nicht mehr reinmachen und verkaufen lassen, sondern ich werde jetzt hier mein Bergbauschiff 4 einfach das abbauen lassen. Das werde ich mal wieder einstellen. Das pausiert dann nämlich gerade. Du hast gar keinen Befehl mehr drin, kann das sein? Ja, okay, dann automatischer Bergbau. Ware, Nividium im Sektor, Nobilius Glück, 2, genau. Hier kannst du weitermachen und dann verkaufe ich das immer hier nebenan. 500.000 bringt das jedes Mal knapp, also super gut. Okay. Oh, wie cool ist das denn? Mal schauen, machen die schon was? Eins ist schon los, kann das sein? Wo haben wir es denn? So, wo haben sich denn jetzt hier die Schiffe zugeordnet? Angedockte Schiffe. Ach, hier schaut. Hier sind die Händler. Ach nee, ihr seid doch nur alle 3 da. Ihr macht bis jetzt nichts, ne? Was habt ihr zugewiesen bekommen? Information.
Ah, schaut mal, die sollen jetzt diese tyrannische Notration einkaufen gehen und Medikamente. Der hier auch. Der auch, ne? Und der bestimmt hier auch, oder? Ob die das machen, ist eine andere Frage. Obwohl, schaut mal, der macht jetzt irgendwas, oder? Der hat jetzt nicht mehr so ein Symbol. Sieht man, was der macht? Kann der durchführen? Der kauft Medikamente ein. Och, wie cool. Aber ich bezweifle, dass das mit den tyrannischen Notrationen klappt. Ist natürlich doof, wenn die jetzt hier die ganze Zeit nur rumhängen, ne? Wie gesagt, sowas würde ich denn außerhalb des Gameplays austauschen, diese Module. Und wenn, würde ich euch das dann sagen, ne? Okay. Gut. Oh, schaut mal, die wuseln hier alle rum und bauen ab. Wie cool ist das denn? Ach, klasse. Ihr habt aber noch nichts gesammelt. Macht das mal ein bisschen schneller. Wir wollen ja heute auch noch was sehen. Okay. Und dann am Ende können wir dann letztendlich das hier verkaufen. Logische Übersicht. Hier. Die Sachen. Aber dazu müssen wir es erstmal anbringen. Apropos anbringen, was sammelt ihr denn gerade? Kann ich das auch sehen bei euch? Erz und Silizium. Okay. Ja, dadurch, dass du noch nichts hast, kann ich da noch nicht schauen. Du bestimmt auch, oder? Ist halt die Frage, ob die jetzt nur Erz sammeln oder ob automatisch der eine jetzt Silizium sammelt und der andere Erz, weil wir ja vier Schiffe haben, oder ob die jetzt alle Erz anbringen. Ach, naja, gut. Unsere Managerin wird das schon machen. Okay, ihr Lieben, cool. Oh ja, das macht mir auch Spaß, sowas. Richtig cool. Okay, passt auf. Ich glaube, meine Karte ist voll schief gerade, oder? Ja. Oh, wie gucke ich denn die ganze Zeit hier drauf? Na super. Okay, ihr Lieben, jetzt möchte ich ein bisschen was anderes machen. Und zwar, ich werde jetzt erstmal mit meiner Katana hier hinfliegen. Zu den zwei Schiffen hier. Okay, gut, ich dachte jetzt schon. Das hat jetzt wieder gepasst. Ja, wo kommt der denn her? Okay, pass auf, ich fliege hier hin. So, da bin ich. Und zwar hatte ich ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ein ganz lieber User mir unter einem Kommentar, das war, glaube ich, in Folge 8, eine kleine Geschichte geschrieben hat in Form eines Rätsels. Und zwar, dass ich das wertvollste herrenlose Raumschiff finden kann. Und darum ging es, dass er einen schlimmen Traum hatte und in die Zukunft gesehen hat und er in Südafrika verschollen war. Und er versuchte halt einen Rückweg zurück in den Norden zu finden, aber sein Weg führte in eine rot leuchtende und tödliche Wüste. Ja, und da hatte ich schon kommentiert, rot leuchtende, tödliche Wüste klingt wie Xenon-Sektor. Und das habe ich halt in Verbindung Südafrika mit Süden gebracht. Ja, schaut mal hier. Und ich habe ja nur Xenon-Sektoren hier im Norden. Und ihr seht hier unten, bis auf hier hinten, aber das ist ja nicht Süden, habe ich eigentlich keinen Xenon-Sektor. Und ich habe mir so überlegt, das kann ja denn vielleicht echt nur hier so in dem Bereich sein, vor meinem Nebel runter oder hier bei den Orden des Pontifex, ja. Und ich habe hier schon mal mit meinem Entdecker, Rainer Blick, da habe ich mich gleich so erinnert dran, Blick in die Zukunft, Rainer Blick, hier alles aufgedeckt, wobei gesegnete Vision klingt auch nach Zukunft. Ja, und das möchte ich heute mal probieren. Ich möchte hier mit euch sozusagen das live aufdecken, ob wir hier ein Tor finden. Wobei das mir hier schon ganz schön danach aussieht, als ob es hier dann gleich weitergeht. Und ich habe Folgendes vor. Mit meiner Katana bleibe ich hier stehen. Ich habe hier meinen Entdecker, das ist mein ganz schnelles Schiff, ne? Was so schnell aufdeckt. Und ich habe mir hier einen schweren Jäger gekauft. Schaut mal den hier. Den habe ich von den Split, so dass er jetzt nicht mehr ganz so teuer war. Ich weiß es nicht. Der hat, glaube ich, auch dann letztendlich 2,5 Millionen. Ich weiß es nicht. Aber der hat recht viele Waffen. Den habe ich mir geholt. Der hat auch notfalls Marinesoldaten drauf. Ja, weil ich weiß nicht, ob ich meinen Entdecker, wenn wir einen Xenon-Sektor aufdecken sollten, hier unten das machen lassen möchte. Und ihr wisst ja, wenn ich irgendwo reinfliege da, ja, ich weiß es nicht.
Ich stelle mir das so vor, ihr kennt das ja in den Folgen, wo ich mal hier in so einen Xenon-Sektor reingeflogen bin. Da waren denn immer gleich so viele, ne? Und wenn das echt in einen Xenon-Sektor sein sollte, och je. Rot leuchtende Wüste und tödliche Wüste, ne? Das Wort tödlich, ne? Am Ende leuchte ich hier rot und bin tödlich. Geendet? Ja, super, okay. Passt auf, wir probieren es aus. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Vielleicht spule ich auch ab und an vor. Aber ich nehme euch auf jeden Fall immer mit. So, ich fange jetzt erstmal an mit meinem Entdecker. Ich mache den Sinser dann gleich an, den Sektor hier aufzudecken. So, erkunden. Ich mache erstmal hier unten, weil. Wo ist denn jetzt dein Erkundungskreis? Ach da, okay. Wir machen erstmal hier ein Stück runter, weil hier sieht es wirklich so aus, als ob es irgendwo weitergeht. Und ich finde, so gesegnete Vision passt voll zur Zukunft. Obwohl reiner Blick ja auch so ein bisschen, ne? Aber hier war wirklich kein Tor. Nee, hier sind nur die. Okay. Ich werde mal schnell den Sinser anmachen. Dann schauen wir mal, ob unser Entdecker hier was aufdeckt. Ha, da ist schon Sprungtor. Das ist ja cool. Kann natürlich aber auch hier sein, ne? Wiedergutmachung des Kardinals. Aber ich finde, gesegnete Vision klingt voll nach Zukunft. Wir können den jetzt hier schon durchspringen lassen. Oder ich nehme hier den. Nehme ich den schweren Jäger. Ach so, wartet mal. Ich muss natürlich erst vorher schauen. Informationen, ob ich hier schon eingestellt habe. Standardantwort bei Angriff. Ein schwerer Jäger. Ja, nach eigenem Ermessen. Ich hoffe, dass sie das gut einschätzen können. Na, nicht, dass da jetzt 110 kommen und hier der schwere Jäger sagt, auch damit werde ich fertig. So, passt auf. Piratenüberfall. Ja, komm, da kannst du fliehen, oder? Da fließt er mal. Und ganz wichtig, aufgegebenes Schiff. Markieren, beschützen, übernehmen, wenn möglich. Oh, ich würde aber schon gerne hin. Da fliegt ein Xenon runter. Der ist durch das Tor durch. Habt ihr gesehen? Oh nee, also ich fliege noch nicht durch, ne? Okay, pass mal auf. Du markierst mir das dann mal bitte. Und jetzt machst du hier bitte erkunden. So, passt auf. Sinser läuft noch. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen, dass der da nicht da direkt. Also hier will ich meinen Entdecker denn nicht reinschicken, wenn es jetzt Xenon-Sektor ist. Es ist ein Xenon-Sektor. Hier geht's noch runter. Fehlerhafte Logik. Fehlerhafte Logik. Er hat am Ende auch geschrieben. Das Ende klingt nicht gerade logisch. Fehlerhafte Logik. Oh, passt bloß auf, ne? Sind hier kaum welche unterwegs gerade? Schaut mal, hier ist es von den Hopp drinne. Verteidigungsstation. Bauen die hier bei den Xenon-Sektor tatsächlich? Oh, jetzt bin ich gespannt. Wirklich. Ich muss bloß mal eben schauen, wo liegt denn jetzt sein Kreis? Wir müssen den mal ein bisschen hier zentraler holen. So, kann ich den noch größer machen? Ja, den können wir noch größer machen. Oh, ich bin so gespannt. Das wertvollste herrenlose Schiff. Oh, pass bloß auf, ne? Du musst echt aufpassen, so viel Schild hast du auch gar nicht. Die schweren Jäger, die haben gar nicht so viel Schild, ne? Oh, sowas macht mir natürlich auch Spaß. So Sachen entdecken, oh, das könnte ich den ganzen Tag machen. Und ich finde das echt toll, ihr Lieben, eure Kommentare. Ich kann es nur immer wieder sagen. Jeden einzelnen richtig schön.
Wirklich schnell ist er nicht. Der hat bis jetzt echt hier nur diesen Umkreis gemacht. Ich überlege wirklich gerade, ob ich unseren Entdecker vielleicht hier weiter aufdecken lasse und hier unseren schweren Jäger mal hier runterschicke und das aufdecken lasse. Ja, ich glaube, ich mache das so. Nein, 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 nein. Echt jetzt? Oh nee, komm bitte. Hier, komm, flieg hier hin. Der fliegt jetzt hier nicht an der Verteidigungsstation lang, oder? Oh, das ist doch nicht sein Ernst. Entferne diesen Auftrag. Fliegst du bitte hier ganz weit weg? Macht er nicht. Entferne diesen Auftrag. Och nee. Das ist auch ein bisschen doof. Der fliegt da die ganze Zeit in dieser gefährlichen Region rum. Also hier um diese Fabrik. So. Oh, jetzt muss erstmal das Schild sich wieder aufbauen. Der hat ja auch nichts zum Reparieren, außer eine Servicemannschaft, ne? Okay. Bis jetzt haben wir noch nichts gefunden. Ah, vielleicht wäre es doch besser gewesen, wenn ich den Entdecker doch überall genommen hätte. Der ist vielleicht was schneller, sieht man ja auch schon. Der fliegt wesentlich schneller. Der heilt sich aber, glaube ich, nicht. So, dann erkunde mal hier weiter. So, bis jetzt noch nichts gefunden. Aber pass mal auf, hier hast du ja schon fast alles. Ich werde den mal kurz hier anweisen. Hinfliegen und warten. Hinfliegen und warten. Ah ja, mit unserem Entdecker geht das echt schneller. War vielleicht doch keine so gute Idee, jetzt hier einen schweren Jäger zu nehmen. Ich hätte lieber noch so einen Entdecker kaufen sollen. Ach nee, der macht doch so viel Blödsinn da. Nicht so dicht dran an der Station, ne? Okay. So, hinfliegen und warten. Aber nicht, dass sowas hier unterm Rand ist. Man kann ja irgendwie immer ganz weit weiterfliegen, ne? Obwohl man hier schon an der Grenze ist. Da geht es ja irgendwie immer weiter. So, dann fliegt man hier hoch. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. So, hier auch und hier lang. Mal die ganzen Lücken mitnehmen. So, und hier lang. Und dann fliegt bitte nochmal hier hin. Und hier hast du was vergessen. So. Ja, der ist wesentlich schneller. Wenig los aber hier in den Xenon-Sektor, ne? Gerade mal hier zwei Fabriken. Das von den anderen hier viel mehr. Die nehmen den, denke ich mal, auch irgendwann ein. Hier könnte ich mir echt vorstellen. So. Ich überlege echt, ob wir den Entdecker hier doch runterholen. Erwarte Befehle. So, ich werde unseren Entdecker jetzt hier auch mit runterholen, ne? Und werde hier manuell aber sagen, hinfliegen und warten. Weil das klappt ein bisschen besser. Oh nee, der fliegt immer so dicht hier an den Stationen lang. Echt nicht gut.
So, ich werde den jetzt hier die Ränder ein bisschen aufdecken lassen. Ihr habt hier draußen etwas gefunden. Was? Halt. Warte. Nein, wo sind deine Befehle? Wo sind alle deine Befehle hin? Hier sind sie. Odysseus-Angreifer. Oh nein, ich bin überfordert. Wartet mal bitte. Das ist doch aber gefährlich. Wartet mal, geh mal dahin bitte. Och nee. Wart mal, und du? Wart mal, stopp mal bitte hier. Ist das das? Lebt das Schiff noch? Erwarte Befehle. Ja, geh noch was näher, bitte. Nein, nicht du. Och nein, ich bin völlig verwirrt gerade. So, passt auf. Du gehst jetzt noch ein Stück näher dran. Hinfliegen und warten. Wie mache ich denn das jetzt? Passt auf, ich versuche mich da rein zu teleportieren. Ich gehe in meinen Decker rein. Och nee, und bitte, bitte lass da keine Zähnen sein. Reiche System, fehlerhafte Logik. Oh, ich bin so gespannt. Papier. Geh mal da runter von deinem Sitz. Lass mich da mal bitte drauf. Guten Tag. Guten Tag. Oh. Oh nee, wartet, ich muss unbedingt gucken. Oh Gott, ist das gruselig. Aber ich muss sagen, hier ist relativ wenig an Szenen und Schiffen unterwegs gegenüber diese ganzen anderen Sektoren, ne? Odysseus, Angreifer. Odysseus, Angreifer. Hatten wir noch nie, ne? Kenne ich gar nicht das Schiff. Oh, da blinkt ein Kristall. Nein, ich bin nicht verrückt. Ich hole den natürlich nicht. Oh, hab ich ein Funksignal? Was ist denn das für eine Größe? Oh, ist das cool. Ist das ein großes oder ist das ein M-Schiff? Sieht jetzt nicht so groß aus, aber ich kann das immer nicht so einschätzen. Das sieht man immer eher, wenn man denn davor steht. Hallo. Ich will deine neue Besitzerin sein. Wusstest du das schon? Oh. Wartet mal. Jetzt lass mich überlegen. Oh, ich bin wirklich nervös. Schaut mal, wir haben hier ein... Hier, na? Na? Helf mir. So ein Funksignal. Ich scanne mal, beziehungsweise ich versuche zu scannen. Warte mal, hat der Entdecker jetzt noch Marinesoldaten notfalls? Ihr wisst ja, obwohl ich habe ja ein Signal. Wartet. Ganz ruhig bleiben. Gucken, ob Xenon in der Nähe sind. Nee, gerade nicht. Was haben wir denn hier? Sicherheitscontainer, okay. Papier. Oh, ich bin aufgeregt. Wie cool ist denn das bitte? Oh, schnell. Wo ist es? So, da haben wir es. Ist das jetzt ein M-Schiff oder ist das ein größeres? Odysseus, Angreifer. Angreifer. Andocken nicht möglich. Genau, das geht nicht, weil es keiner an Bord ist, der mich reinlassen kann, ne? So, passt mal auf. Oh, ein bisschen schneller fliegen. Och, wie cool ist das denn? Wartet, wir müssen dieses Funksignal... Wir müssen schauen, wo das stärker wird. Obwohl, es wirkt doch sehr groß, das Schiff. Es wirkt sehr groß. Oh, bitte lass jetzt hier nichts kommen, ich sag's euch. Ich will jetzt das Schiff hier haben. Aber ich denke mal, ich brauche hierfür Marinesoldaten am Ende. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hören könnt, weil YouTube ja manchmal die Sounds leiser macht. Aber ich höre das Signal leicht. Diesmal höre ich sogar... Oh doch, das ist doch echt groß. Wie lange man hier drumherum fliegt. Wo ist denn das Signal jetzt am stärksten? Ich hätte lieber nochmal mit meinem Schiff ranfliegen sollen. Oh Gott, die roten Symbole. Da höre ich was. Es hat eine Landeplattform, oder? Kann das sein? Da ist so eine Landeplattform. Oh, wie cool. Hier höre ich es irgendwo. Hier wird stärker.
Oh, wo ist es? Wartet, ich muss hier in Scan-Modus gehen. Ah, schaut, ich hatte den Scan-Modus nicht an. Ich höre es doch jetzt hier ganz laut in die Richtung. Wo ist das? Ich sehe aber schon wieder nichts. Wo ist es? Hier ist es immer noch genauso stark. Es ist doch auf der anderen Seite. Och nee, jetzt haben wir ein Funksignal, aber ich sehe das eigentliche Signal nicht. Das kann natürlich sein, dass ich doch Marinesoldaten brauche, ne? Nee, das ist doch auf der anderen Seite. Nee, hier haben wir es nicht mehr. Ich finde das noch. Doch nochmal rum. Nee, wir müssen doch wieder dahin, wo wir gerade waren. Wir müssen hier irgendwie diese Einstiegsluke finden, bestimmt, wie bei den anderen Schiffen. Aber das sieht doch ganz anders aus von der Form her, oder? Das ist ja cool. So, hier, passt auf. Jetzt müssen wir hier nochmal genau gucken. Hier höre ich es richtig stark. Sonst war das ja meistens immer an den Eingängen, wo man mit den Raumern... Ich glaub's nicht, das ist ein Signal. Okay. So, passt auf. Wartet. Jetzt hier nicht draufballern, sondern ich brauche Reparatur... Nein, das ist nicht der Reparaturlaser. Ich hab's noch gesehen. So, passt auf. Ach nee, wartet. Ich muss ja ranfliegen, oder? Beim Cerberus habe ich damals repariert. Da ging das auch. Langsam. In Besitz! Ich brauchte keinen Marinesoldaten. Oh, wie cool ist das denn bitte? Andock-Erlaubnis erteilt. Oh, wartet, ich muss mal reingehen. Was ist das für ein Schiff denn? Ist das doch ein M, oder? Oh, wow. Oh, das ist aber sehr groß. Wow, ist das klasse. Oh, das ist echt sehr groß. Das sieht aber nicht aus wie ein M. Oh, wartet, ich muss unbedingt gucken. Obwohl, ich will hier am liebsten rausfliegen. Ich schau mal schnell. Oh, wie cool ist das denn bitte? Informationen. Ausrüstung. Woher sehe ich denn jetzt, was du bist? L-Pulsgeschütz. Ist das ein L-Schiff? Aber nee, M hat es auch drauf. Ist, nee, aber ein M kann, glaube ich, keine L-Sachen tragen, oder? Ist das ein L-Schiff? Das wertvollste herrenlose Raumschiff. Wow. Ist das cool. Warte mal, Entdecker, kannst du hier drauf parken? Ich muss die ja wieder mit rausbringen. Oh, das müssen wir unbedingt rausbringen, ne? Andocken und warten. Nein, macht doch jetzt keinen Blödsinn. Komm hier bitte andocken. Ach so, wisst ihr was? Wir brauchen Captain. Wow, ist das cool. Richtig, richtig klasse. Ich setze mich mal an Steuer. Zwei Waffen hat's. Oh, cool. Und Geschütztürme, ne? Ey, das hat echt 8. Kann das sein? Das ist kein M-Schiff. Nie im Leben. Das ist 100 pro L oder... Nee, XL bestimmt auch nicht, aber das ist L, oder? Oh, wie cool ist das denn bitte? Was macht man jetzt mit unserem schweren Jäger? Kann der hier auch andocken?
Können wir den auch noch zu uns holen? Docke an meiner aktuellen Position. Hole ich den auch kurz zu uns? Und dann müssen wir den auf jeden Fall hier rausbringen aus dem Sektor. Beziehungsweise wir müssen hier oben auch durch. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Sicherheitscontainer, okay. Wie cool ist das denn bitte? Hier müssen wir durch. Erstmal bis hier. Hier ist unsere Katana. Oh, das ist ja cool. Und wir brauchen unbedingt Crew dafür, ne? Das ist auch ganz wichtig. Ich könnte ja eine Service-Mannschaft nehmen. Wartet mal, das mache ich mal gleich noch schnell. Falls nämlich irgendwas ist und ich hier umwechseln muss. So. Spielerinformationen, Personalverwaltung. Nehmen wir mal Captain-Fähigkeit. Irgendeine gute Service-Mannschaft. Das ist ja jetzt erstmal egal, sonst kann ich hier Bergbau 2. Nehme ich den. Der kann ja ein Seminar essen. Arbeite woanders für mich. Und zwar bei mir, bitte. So. Als Captain zuweisen. Perfekt. Okay. Oh, der braucht aber ewig, wirklich. Der Entdecker hat das Schiff gefunden, der schwere Jäger nicht. So, Informationen und dann schauen wir gleich, ob der so ein... Kann ich helfen? Ja, kannst du nicht essen, okay, gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Du bist aber schnell hier. Guck mal, unser neues Schiff. Gefällt das dir? Ja, aber das ist schon meins, das weißt du, ne? So, was macht jetzt der schwere Jäger? Der trödelt sich ein zurecht. Super, wir müssen das Schiff noch rausbringen. Mach mal hin. Och, ist das cool. Wartet mal, ich wollte ja noch schnell schauen. 99.000er Höhle. 69.000er Schild. Was ist denn, wenn ich hier... Fliege ich das raus oder die Crew? Ich glaube, ich fliege das lieber raus. Da kommt der schwere Jäger. Hier bei den... Terranern, das machen das. Ich probiere mal hier unten aufrüsten und reparieren. Ja, das ist ein L-Schiff. Ach herrje. Wow. Wartet mal ganz schnell. Von den Paraniden hat es gerade ein Schild drauf. Jetzt mach ich mal hier. 104.000. 138.000. Das bekommt das auf jeden Fall, ne? Krass. Super, super gut. Okay, kommt, wir bringen das noch raus. Das möchte ich noch machen mit euch zusammen. Passt mal auf. Wir fliegen jetzt. Ich würde sagen, wir fliegen hier rein. Hier so. Autozug. Superhighway. Fehlerhafte Logik. 1. Oh, ist das cool. Ist das jetzt so ein Schiff, wo Stationen mit zerstören kann? Also sowas wie die Klapperschlange? Ja, oder? Oh, wie cool. Danke, danke schön für den Hinweis. Na, freue ich mich richtig doll drüber. Oh, hat das coole Sounds. Wie schnell fliegt denn das? Jetzt hat er Reiseantrieb, oder? Ja. Wie cool ist das denn bitte?
habt ihr gesehen? Da lagen anscheinend ganz viele Minen. Oh, das hat mir jetzt meine Triebwerke kaputt gemacht. Schaut mal bitte. Hier lagen Haufen Minen rum. Sieht jedenfalls aus so von hinten. Ja, schaut mal, die sind doch jetzt kaputt, oder? Och, Menno. Was ist denn das hier alles? Ach, herrje. Sind das alles Minen? Treckermine. Ganz viele Terraner. Habt ihr die da hingeschmissen? Wieso liegen hier bitte so viele Minen rum? Das ist ja krass. Oh ja, echt besser, wenn wir hier raus sind aus dem Sektor. So, jetzt fliegt er nicht weiter. Autopilot. Ausgeschaltet. Autopilot. Eingeschaltet. Fliegst du jetzt bitte weiter? Oh nein, warum fliegst du denn jetzt nicht weiter? Autopilot. Ausgeschaltet. Jetzt kann ich mein Schiff nicht steuern. Ach, herrje. Reparaturdrohne. Wir sitzen jetzt hier in so einem Minenfeld fest. Guckt euch das bitte mal an. Och nein, das kann doch nicht wahr sein. Nicht, wenn ich hier so ein Schiff finde, oder? Hier sehen wir unser eigenes Schiff vor lauter Minen nicht mehr. Och nee, bitte komm. Flieg. Wieso fliegst du denn jetzt nicht mehr? Ich kann gerade nichts mehr machen. Och nee, wartet mal, ich steig mal ab. Das kann es doch jetzt nicht sein, oder? Jetzt setze ich mich wieder dran. Nee, der fliegt nicht mehr. Mist, ich kann auch nicht. Boosten geht auch nicht. Wartet mal, ich setze mal meinen Piloten dran. Pilot, komm mal bitte her, du musst mal unser Schiff fliegen. Mist, was ist denn da jetzt los? Ach, herrje. Aber der sieht eigentlich heiler aus, ne? Kannst du unser Schiff fliegen? Wartet, ich will ihn mal hier an. Du musst uns bitte erstmal bloß... Oh nee, da ist ja noch ein Sektor. Hinfliegen und warten, bitte. Och nein, was ist denn jetzt mit dem los? Wartet kurz, ich versuche meinen Raumanzug zu benutzen. Oh, und das hier im 10er-Sektor. Kurz vorm Tor, ne? Hier liegen Haufen Minen rum. Odysseus, Angreifer. Der ist doch gar nicht kaputt, ich verstehe es nicht. Wieso fliegt der nicht mehr? Ach nee, das ist das andere Schiff. Die Antriebe sind kaputt, kann das sein? Warte, da müssen wir schauen. Hatten wir ja eben gesehen. Der kann bestimmt nicht mehr fliegen. Weil seine Antriebe kaputt sind. Eigentlich sind die Minen ja auf der Karte blau, aber trotzdem machen die Schaden. Genau auf der falschen Seite bin ich jetzt gelandet. Ach ja, je. Och nö. Wer hat denn die hier bitte alle aufgestellt? Das ist ja echt unglaublich. Das habe ich auch noch nie gesehen. So viele Minen hier. Ah, schaut mal an. Okay. Kann ich das reparieren? Sind das jetzt hier Geschütztürme, die kaputt sind? Oder Schilde? Was ist das hier? Das ist so eine Mine, oder? Was ist das? Oh Gott, schaut mal bitte, ist echt kaputt. Ein Wrack. Aber den zeigt es mir doch auf 100% an.
Hülle 4%. Schaut mal, das Triebwerk hat sich wieder angeschalten. Fliegt der? Ja, der fliegt. Und zwar ohne mich. Super. Ich teleportiere mich drauf. Wir haben das Triebwerk wieder anbekommen. Aber die anderen sind echt ganz kaputt. Och nö, echt jetzt, ne? Flieg bitte einfach durch das Tor durch. Mach du das jetzt bitte mal. So, sind wir jetzt beim Tor? Sieht so aus. Fast, ne? Och Mann, da hatte ich ein heiles Schiff jetzt bekommen und dann sowas. Okay, der ist durchgeflogen. Eiche, fehlerhafte Logik. 1. Okay. Oh, ich mache hier was mit. Das gibt's doch gar nicht. So, und jetzt flieg bitte dahin. Ach, hat er noch als Auftrag. Okay, sehr schön. So, wie schnell fliegen wir denn jetzt? Fliegen wir überhaupt? Sehr langsam, ne? Wartet mal, ich übernehme. Autopilot. Eingeschaltet. So. Oh, das wusste ich nicht. Da war echt das Triebwerk kaputt. Wir haben übrigens auch nur eins, ne? Och nee, schaut mal bitte, wie langsam das jetzt ist. Kann der noch in den Reisemodus gehen? Reisemodus aktiviert. Bin ich mal gespannt, wie schnell wir jetzt fliegen. Sprungtor, gesegnete Vision. Oh, das ist so weit weg. Das Problem, das andere Triebwerk, das bekomme ich ja gar nicht instand gesetzt, ne, weil es komplett kaputt ist. So, die letzten Meter und dann müssten wir erstmal in Sicherheit sein. Ach herrje, was war denn das jetzt bitte wieder? Bei mir läuft immer manches schief, aber egal, ich habe es geschafft, das ist das Wichtigste. Hoffe ich zumindest. Erreiche System. Wenn ich jetzt hier nicht noch vor einem riesen Xenon-Armee überfallen werde. Okay, passt auf. Wir sind jetzt hier. Wer bist du? Okay, du bist ordentlich. So, passt auf. Wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Ich halte erstmal an. Das hat jetzt aber gedauert mit den 602 Meter die Sekunde. Also wirklich. Ich muss das unbedingt reparieren lassen. Aber das fliege ich nicht selber hin. Aber wisst ihr was? Wir haben für die nächste Folge ein Schiff zum Testen. Wie cool ist das denn? Oh, und wenn das echt auf Station geht, ich werde mich definitiv noch belesen zu dem Schiff, dann könnten wir doch direkt hier so einen Stirnfried versuchen, ne? Vielleicht einer, der schon angekratzt ist. Oh, das ist so cool. Mein erstes L-Schiff, wie klasse. Okay, wir schauen auch gleich nochmal zu meinen Stationen, was die machen, aber erstmal müssen wir jetzt hier sinnvoll was machen. Und zwar, du gehst bitte hier runter. Hierhin, genau. Und rüstest dich auf. Was ist denn das jetzt? Ach herrje. Och nö, oder? Wartet. Spiel fortsetzen. Was hat er denn jetzt gemacht? Nochmal probieren. Jetzt ist der Wurm drin, ihr Lieben. Ich sag's euch. Aufrüsten. Och nee, wieso zeigst du das so doof an? Ich brauch doch meine Ansicht. Wieso kann ich dich jetzt nicht aufrüsten lassen? So, jetzt habe ich es hinbekommen. Ich weiß nicht, was das ist. Das ging die ganze Zeit nicht. Ich musste mich jetzt bei meiner Katana an Steuer setzen. Und dann hatte ich hier wieder meine Maus und konnte hier eins zurückmachen. Und jetzt sind wir in dem Menü. Komisch. Okay, passt auf. Ich mache hier auf jeden Fall das Schild drauf. Wir müssen mal schauen. So sieht es jetzt gerade aus.
Ja, schaut, hier steigt das auch an. Also auch bei der Aufladerate, wir haben hier keinen negativen Effekt dadurch. Oh ja, schaut mal bitte, 138.000. Das ist natürlich richtig klasse. So, wir müssen reparieren lassen. Kostet auch nochmal 169.000. Okay. Und Crew? Ja, wir brauchen Servicemannschaft, definitiv. Wir brauchen aber auch ein paar Marinesoldaten, oder? Einen Kapitän haben wir ja. So, passt auf. Wir machen jetzt Servicemannschaft erstmal. Nehme ich auf jeden Fall 30 Stück, oder? Nicht nehme 35. Und den Rest mache ich mit Marinesoldaten. So, genau. Definitiv. Und dann schauen wir mal hier in den Waffen. Ja, die muss ich erst ausprobieren. Keine Ahnung, die ändere ich auch erstmal noch nicht. Da müsst ihr mir mal schreiben, ob das gut ist. Was ist denn hier? Wartet mal. Around MK2. Ja gut, das kostet 6 Millionen. Ich mach mal ganz kurz rein. Ja, hier ist denn definitiv besser. Aber ich mach's mal den rein wieder. Da müssen wir dann mal schauen, was das Beste für den wäre. Oh, das ist so cool. Ich sag's euch. So, was haben wir denn hier? Schaut mal, hier können wir auch nochmal andere Schilde reinmachen. Da könnten wir doch das direkt hier machen, oder? Hier unten durchschnittliche. Hier ist aber jetzt ein bisschen was niedriger geworden. Aber nur um ganz wenig. 0,43 zu 0,42. Kommt, ich nehme das hier noch mit drauf. Ja, cool. Oh, das kostet 3,5 Millionen. Diese Schilde, die großen DL, sind sehr teuer. Aber egal, das ist mir jetzt wert. Für 3,5 Millionen hätte ich niemals ein L-Schiff bekommen. Haben wir ja schon an der Klapperschlange gesehen. Perfekt, das machen wir so. Schon mal fürs nächste Mal vorbereiten. Ich hoffe, dass der dann wieder fliegen kann. Das war ja was. Also wirklich, echt. Bestellung bestätigen. Aber ich finde das cool, ne? Wenn man dann irgendwie eine Lösung findet oder das doch schafft, aus der Misere rauszukommen, dann ist das doch cool. Okay, ihr Lieben. Das machen wir. Der fliegt zum Ausrüsten. Pass bitte gut auf mein Schiff auf. Ach ja, du hast den Entdecker und so noch, ne? Halt, wartet, wartet, wartet. Wir haben was vergessen, oder? Müssen wir mal schauen, ob wir da jetzt wieder hinkommen. Ich hätte gern noch was. Oh, na toll. Aufrüsten. Geht's jetzt? Ja, jetzt geht's direkt. Sehr schön. Wir haben hier vergessen. Verbrauchsgüter. Reparaturdrohnen brauche ich. Wir haben auch nur eine Verteidigungsdrohne. Oh, da kann er maximal nur 10 tragen. Ja, komm, dann nehme ich hier 3 und 7 Reparaturdrohnen. Genau, die holen wir uns dann auch noch. Ja, gut, mache ich erstmal so. Ressourcensonnen und so können wir uns dann noch holen. Ach nee, das muss ich machen. Genau, das kann ich jetzt noch nicht hinzufügen. Ah, weil eine Modifikation bereits geplant ist. Okay, das mache ich dennoch außerhalb des Gameplays. So, und dann nochmal hier zu unseren Stationen schauen. Jetzt bin ich gespannt, ob sich hier was getan hat. So. Ihr seid noch fleißig am Arbeiten. Ja, wie cool ist das denn? Oh, immer wenn ich bei euch reingucke. Nee, du bist voll okay. Sehr schön. Dann schauen wir mal. 9 Millionen hatten wir ja eben vor dem Einkauf. Ob der hier schon irgendwas hergestellt hat. Oh, wie cool, veredelte Metalle. 9.200, aber du hast noch gar keine verkauft. Kann das sein? Für 183 würde der die verkaufen. Und Siliziumscheiben für 377. Oh, die waren aber auch mal 410 wert. Aber das schwankt ja hier auch immer. Das ist schon mal richtig gut. Drohnen hat er noch gar keine gemacht, oder? Nee, da hat er noch gar keine. Aber das wird hier auch alles nicht geliefert. Nicht mal unsere Handelsschiffe? Ist ja echt komisch. Und Silizium haben wir aktuell nur 180 drin und Erz 240. Oh, da kommen sie aber auch nicht wirklich hinterher, kann das sein? Nee, bestimmt ein bisschen viel Module. Aber ist cool, hier wurde schon was hergestellt, ne? Wenn das nun mal jetzt verkauft werden würde, wäre das klasse. Ich gebe dem mal hier auch noch 1 Million. Dass er, oder machen wir es so erstmal, dass er noch ein bisschen was mitarbeiten kann. Ja, cool. Mir gefällt's. Hier müssen wir mal schauen. Kann natürlich sein, dass wir hier doch ein paar mehr Bergbauschiffe brauchen für die vielen Produktionsmodule.
Ein Modul ohne Rohstoffe. Und der hat hier noch genug Rohstoffe, oder wie? Ja, sieht so aus. Also von Erz ist anscheinend immer genügend da. Wobei es nur sehr wenig ist eigentlich, ne? Ja, da müssen wir mal schauen. Okay, perfekt. Ja, und in der nächsten Folge, ihr Lieben, testen wir die Odysseus. Ich bin so gespannt darauf. Oh, schaut mal, der braucht ja ewig. Der ist gerade mal hier. Na gut, das ist jetzt auch sehr langsam. Okay. Und dann werden wir sehen, ob wir damit eine Station zerlegen können. Aber ich belese mich, wie gesagt, erst. Okay, hat mir trotzdem super viel Spaß gemacht und ich fand das richtig toll und habe jetzt ein L-Schiff mehr. Super gut. Und ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr wieder in der nächsten Folge mit dabei seid. Bis dahin, tschüssi.